Wir befinden uns hier an der Rudolf-Wiesel-Brücke, wo der Anfangsschacht dieses Kabeltunnels gebaut wird. Dieser Kabeltunnel wird 6,7 Kilometer lang, hat einen Innendurchmesser von 3 Metern und es werden insgesamt 4 Schächte gebaut. Einer befindet sich an der Rudolf-Wiesel-Brücke und der A100. Dort werden die Bauarbeiten beginnen und haben die Bauarbeiten begonnen. Einer befindet sich in Charlottenburg, der zweite Zwischenschacht befindet sich am Tiergarten und der Endschacht befindet sich in der Bissingzeile im Osten von Berlin. Das Herausfordernde an dieser Baumaßnahme ist die Zusammenarbeit der drei Business Units Spezialtiefbau, Ingenieurbau und Tunnelbau. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hat die Zusammenarbeit der drei Einheiten stattgefunden, indem man sich schon in der Ausschreibungsphase zusammengefunden hat, um dementsprechend jedes einzelne Know-how der Abteilungen zusammenzubringen und daraus ein für den Bauherrn interessantes Angebot zu finden. Das Bauvorhaben wird in der Gesamtheit erstmal über ein einzelnes Projekt gesehen. Die paritätische Aufgliederung der Zahlen erfolgt dann am Projektende. Gemeinsam mit allen Beteiligten haben wir am Anfang die Projektstruktur entwickelt, damit wir auf einer gleichen Basis zusammenarbeiten. Außerdem haben wir BIM-Workflows, Rollen und Standards entwickelt und haben wir gemeinsam 10 Anwendungsfälle definiert. Die BIM-Fachmodelle, die jede Einheit für sich erstellt, werden in BIM 360 hochgeladen und für alle Projektbeteiligten zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe als BIM-Koordinator ist es unter anderem darin, die verschiedensten BIM-Fachmodelle zu überprüfen, die Fachplaner intern und extern zusammenzubringen und zu unterstützen und alle Modelle in einem gemeinsamen Koordinationsmodell zusammenzubringen und dann an den Baustellenteam zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenarbeit mit unserem BIM-Team hat uns während der Arbeitsvorbereitung enorm viele Vorteile gebracht. Die Kollaboration zwischen internen und externen Fachplanern funktioniert sehr gut. Und insgesamt sind wir davon überzeugt, dass wir durch diese Entwicklungszeit eine wertvolle Basis für kommende hybride Projekte geschaffen haben. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird ein wirtschaftliches Bauen sein, ein qualitativ hochwertiges Abliefern der Bauwerke an den Bauherrn, ein Bauen im Terminplan und ein unfallfreies Arbeiten. Packen wir es an!